Hallo, mein Name ist Frank Schädlich. Ich arbeite bei der Firma Baden Heizung Baral als Kundendiensttechniker und heute zeige ich Ihnen, wie man mit dem Testo 324 eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchführt. Ich entferne nun den Stopfen, um eine Verbindung zwischen dem Testo 324 und der Gasleitung herzustellen. Ich nehme nun den Stopfen aus dem Messkoffer und stecke ihn in die Gasleitung und drehe ihn fest. Ich nehme den Schlauch aus dem Messkoffer und schließe ihn an die Gasleitung an. Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen sind, schalte ich nun das Gerät ein. Ich wähle nun den Menüpunkt Gasleitung aus, wähle den Unterpunkt Gebrauchsfähigkeit und zusätzlich den Unterpunkt Einspeisung mit Gas. Der Vorteil liegt darin, während der Prüfung wird keine Luft in die gasführende Leitung gepumpt. Um das Volumen zu bestimmen, muss ich auf Optionen, Volumen, und drücke Start, damit das Volumen berechnet wird. Jetzt muss ich noch den Haupthahn öffnen. Dies muss ich bestätigen mit OK, damit die Gasblase im Gerät befüllt wird. Die Gasblase ist nun gefüllt. Jetzt werde ich aufgefordert, den Haupthahn zu schließen. Mit OK bestätige ich, dass ich den Haupthahn geschlossen habe. Jetzt wird das Leitungsvolumen berechnet. Das Volumen ist nun berechnet. Nun drücke ich auf Übernehmen und entsprechend dem Volumen habe ich die richtigen Werte für Stabilisierung und Messzeit. Nun drücke ich auf Messung starten. Der Leitungsdruck ist größer als 23 Millibar. Deswegen führe ich die Messung mit erhöhtem Prüfdruck durch. Dies bestätige ich nun mit Ja. Der Haupthahn ist bereits geschlossen. Das Gerät reguliert sich jetzt auf 28 Millibar ein. Jetzt beginnt die Stabilisierungszeit. Jetzt beginne ich mit der Messung. Hier wird die momentane Leckrate angezeigt. Die Messung ist nun beendet. Wir haben hier eine Leckrate von 0,0 und ich sehe, ob die Leitung in Ordnung ist. Um die Messwerte zu dokumentieren, drucke ich sie aus. Auf dem Ausdruck sieht man nun den Messort, die überprüfte Anlage, die Gaszählernummer, das Datum und die Uhrzeit und die Messwerte mit der Leckrate. Und hier muss ich noch unterschreiben. Ich speichere die Messwerte, die ich jederzeit wieder aufrufen kann. Wie Sie gesehen haben, kann ich mit dem Testo 324 einfach und sicher eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchführen. Die Gasleitung ist dicht und kann weiter betrieben werden.